Ja, hallo, willkommen zu einem kleinen Special, da ja die letzte Folge ausgefallen ist, mangels Material. Deshalb gibt es heute mal wieder einen Marathon und da habe ich mir die Reihe um Hannibal Lecter ausgesucht. Und zwar umfasst die vier Filme Das Schweigen der Lämmer, Hannibal, Roter Drache und Hannibal Rising. Die werde ich auch in dieser Reihenfolge gucken, in der Reihenfolge, wie sie erschienen sind. Obwohl Roter Drache und Hannibal Rising vor dem Schweigen der Lämmer spielen. Ich habe alle vier Filme schon ewig nicht mehr gesehen. Hannibal Rising sogar, glaube ich, nur ein einziges Mal, wo er auf DVD rauskam. So ähnlich war es, glaube ich, auch bei Roter Drache und Hannibal. Das Schweigen der Lämmer lief vor einem Jahr oder so mal im Fernsehen. Da habe ich zumindest mal reingeschaut. Fangen wir also an mit Das Schweigen der Lämmer. Das ist zumindest kritikertechnisch der erfolgreichste Film. Hat bei den Oscars in allen fünf wichtigen Kategorien gewonnen. Also Film, Regie, Drehbuch, Hauptdarsteller und Hauptdarstellerin. Und Anthony Hopkins hat ja hier quasi seine Rolle schlechthin gefunden, die er auch in den drei folgenden Filmen dann spielt, in den zwei folgenden Filmen spielt. Und als junge FBI-Agentin Clarice Starling sehen wir hier Jodie Foster. Das einzige Mal in dieser Rolle. In dem folgenden Film Hannibal wurde die Schauspielerin ja getauscht. Und schauen wir mal, wie der Film heute wirkt. Die Figur des Hannibal Lecter ist ja hier eigentlich noch so im Hintergrund. Er ist ja auch gefangen genommen, also eingesperrt. Zumindest zu Beginn. Richtig in den Fokus rückt er eigentlich erst im zweiten Teil, aber dazu ja dann später mehr. Gut, also fangen wir an mit Das Schweigen der Lämmer. Ja, das war dann auch schon Das Schweigen der Lämmer, mein erster Film in meinem heutigen Hannibal Lecter-Marathon. Der war ja hier noch nicht der eigentliche Täter, denn es ging darum, dass ein Serienkiller gesucht worden ist, bei dem der inhaftierte Psychopath Dr. Hannibal Lecter die entscheidenden Hinweise zur Ergreifung geben soll. Ja, ist immer noch ein durchaus spannender Film, auch wenn man schon mal gesehen hat. Und das eigentliche Highlight ist nach wie vor halt Anthony Hopkins als Hannibal Lecter. Also, wie der diesen Psychopathen spielt, das ist schon einmalig. Aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen zu ruhig erzählt, aber gerade so die letzten Szenen, die so in absoluter Dunkelheit spielen und dieser andere Typ da mit so einem Nachtsichtgerät rumläuft. Ich könnte mir vorstellen, dass das im Kino damals ziemlich gut kam. Tja, dann hat es fast 10 Jahre gedauert, bis man das Schweigen der Lämmer fortsetzen wollte. Und das denn in Form von Hannibal. Das war der erste Hannibal Lecter-Film, den ich im Kino gesehen habe. Und ich weiß noch, dass es da mordsmäßig Aufregung im Vorfeld gegeben hat, weil der ja ach so brutal ist und die hatten im Kino sogar extra Ausweiskontrollen zusätzlich eingeführt. Aber im Nachhinein fand ich das jetzt alles ein bisschen zu übertrieben, weil sicher ist der Film in manchen Bereichen ziemlich brutal. Ich weiß nicht, wie er heute wirkt, weil ich habe ihn schon ewig nicht mehr gesehen. Aber selbst damals dachte ich direkt nach dem Kinobesuch schon, naja, da haben sie wohl ein bisschen übertrieben, was die Altersfreigabe angeht.
Jodie Foster hat für die Fortsetzung nicht mehr zur Verfügung gestanden. Die Rolle der Clarice Starling hat dann Julianne Moore übernommen. Und Anthony Hopkins übernimmt natürlich wieder die Rolle des Hannibal Lecter. Also schauen wir mal, wie sich Hannibal heutzutage noch macht. Ja, das war also Hannibal, der zweite Film der Reihe. Ist nicht nur 10 Jahre später entstanden, spielt auch 10 Jahre später. Hannibal Lecter hat sich inzwischen nach Florenz abgesetzt. Aber eines seiner früheren Opfer, Mason Vercher, will halt immer noch Jagd auf ihn machen. Der wurde damals ein bisschen verstümmelt von ihm, beziehungsweise hat sich selber verstümmelt. Und er hat auch eine Belohnung ausgesetzt und ein italienischer Polizist, der will die halt einkassieren, aber Hannibal durchschaut das Ganze und naja, sagen wir mal so, es geht nicht gerade freundlich für ihn aus, für den Polizisten. Und gleichzeitig ist in Amerika halt Clarice Starling hinter ihm her und suchen brauchst du ihn eigentlich nicht, weil er kommt dann letztendlich zu ihr. Ja, also wie vorhin schon erwartet, also ich finde die FSK 18 Freigabe finde ich bisschen übertrieben. Gerade so die erste Hälfte des Films, die ist wirklich relativ ruhig. Und so richtig zur Sache geht es eigentlich erst, nachdem der italienische Polizist da seine Eingeweide ein bisschen nach außen kehrt. Aber selbst ab dann finde ich, dass man schon deutlich brutalere Szenen im Film gesehen hat, die ab 16 freigegeben sind. Also ich verstehe nicht, warum hier immer noch die ab 18 Freigabe gemacht wird. Also vielleicht nach einer Neuprüfung überlegt man sich das Ganze nochmal. Aber genug davon, also vom Film selber her, ja, ich weiß nicht, so ein richtiges Highlight ist es eigentlich nicht. Und wie gesagt, gerade die erste Hälfte, die zieht sich schon so ein bisschen. Und ich denke mal, ein Großteil der Popularität des Films ist halt, dass es im Vorfeld damals wirklich diese Aussagen über die brutalen Szenen gegeben hat. Und darauf wird der Film auch gerne beschränkt. Also finde ich jetzt nicht gerade richtig. Was in dem Film wirklich gut ist, ist die Beziehung zwischen Starling und Lecter, die vertieft wird. Die hatten ja schon im Schweigen der Lämmer so eine be gewisse Beziehung aufgebaut. Und schade, dass es davon keine weitere Fortsetzung gab, weil die zwei Filme, die jetzt kommen, die spielen ja vor dem Schweigen der Lämmer. Und da sind wir beim Thema, nämlich Roter Drache. Den habe ich auch im Kino gesehen damals. Der kam nur ein Jahr nach Hannibal raus, also da hat man sich nicht sehr viel Zeit gelassen. Vermutlich, weil Anthony Hopkins wieder Hannibal spielt und da der Film vor dem Schweigen der Lämmer angesiedelt ist, musste man schon ein bisschen dafür sorgen, dass Anthony Hopkins ein bisschen jünger gemacht wird für den ganzen Film. Und da wollte man wahrscheinlich nicht unnötig Zeit verlieren. Zeit verlieren will ich jetzt auch nicht. Ich bin gespannt auf den Roten Drachen. Den habe ich vor Ewigkeiten das letzte Mal gesehen. Wie gesagt, damals im Kino und vielleicht noch einmal auf DVD. Das war's dann. Und mal schauen, wie er mir so gefällt. Thank you.
Ja, das war also der Rote Drache, Film Nummer 3 meines Hannibal Lecter Marathons. Dieser Film spielt vor Das Schweigen der Lämmer, schließt auch schön daran an, wie ich finde, am Ende. Aber grundsätzlich ist es eigentlich kein Film über Hannibal Lecter, ist schon wie beim Schweigen der Lämmer eher so, dass es um einen Serienmörder geht und Hannibal halt die entscheidenden Tipps für die Aufklärung gibt. Hier sehen wir zumindest ganz am Anfang, wie Hannibal Lecter überhaupt in seine Gefängniszelle kommt. Der FBI-Agent Graham, der arbeitet mit dem Psychologen Dr. Hannibal Lecter zusammen, wenn es um das Aufklären von Fällen geht. Und eines Tages sitzen sie wieder zusammen und dann findet Graham halt raus, dass Hannibal selber ein Serienmörder ist. Und die beiden, die kappeln sich dann so ein bisschen, werden beide schwer verletzt und Hannibal wird daraufhin festgenommen. Graham hört daraufhin beim FBI erstmal auf, aber dann gibt es dann wieder so eine Mordserie von einer sogenannten Zahnfee und Graham wird halt gebeten, sich die zwei bisherigen Morde beziehungsweise zwei Familien, die da umgebracht worden sind, sich das genauer mal anzugucken und seine Einschätzung zu geben. Und da kommen sie dann halt dem Täter so ein bisschen auf die Spur, aber nicht ohne die Hilfe von Hannibal Lecter, der in seiner Zelle halt rumschmort, aber wie schon gesagt, hier wieder die entscheidenden Tipps gibt. Ich muss sagen, dass mir der Rote Drache deutlich besser gefallen hat, wieder wie Hannibal. Auch wenn der wieder brillant spielende Anthony Hopkins hier eigentlich mehr so eine ne kleinere Nebenrolle nur spielt. Denn hier geht es eigentlich wieder hauptsächlich um die Aufklärung des Falls, um die Zahnfee. Und auch wenn der Zuschauer relativ früh weiß, wer es eigentlich ist, kommen die Polizisten doch erst nach und nach dahinter. Also Roter Drache, ein wirklich schöner, rundum gelungener Thriller, der weniger auf die Ekeleffekte des Vorgängers setzt, sondern wirklich sich um Spannung bemüht. Kommen wir nun zum letzten Film des heutigen Marathons, nämlich Hannibal Rising. Und da muss ich sagen, da gehe ich recht jungfräulich ran. Der Film ist von 2007 oder 2008 und da habe ich ihn auch zum letzten Mal und einzigen Mal gesehen. Also ich weiß jetzt gar nicht so richtig, was mich erwartet. Außer dass Anthony Hopkins hier nicht mehr mitspielt, weil es geht ja nochmal in der Zeit zurück. Also das Ganze spielt nochmal ein paar Jahre vor dem Roten Drachen. Also schauen wir mal, wie mit Hannibal alles begann. Ja, das war Hannibal Rising, wie alles begann. Also der Film hat irgendwie in keinster Weise was mit den anderen drei Teilen zu tun. Wie gesagt, er ist vor Roter Drache noch angesiedelt und beleuchtet Hannibals Kindheit, beziehungsweise als junger Erwachsener. Das Ganze spielt erst Ende des Zweiten Weltkriegs in Litauen, wo Hannibal Lecter mit seiner Familie vor dem Krieg in so eine Waldhütte sich flüchten und da werden sie halt dann doch angegriffen und außer ihm und seiner kleinen Schwester überlebt da niemand. Aber die wird dann auch noch umgebracht und da hat er halt sein ganzes Leben dran zu kauen.
Und der Rest des Films quasi erzählt, wie Hannibal nach dem Krieg dann als Arzt studiert und nebenbei sich auf die Suche nach den Mördern seiner Schwester macht. Also so richtig toll ist der Film nicht, weil er ja, wie gesagt, erstmal so überhaupt nichts mit den anderen Filmen zu tun hat und die Figur des Hannibal Lecter so die Vergangenheit beleuchtet, was es aber vielleicht gar nicht unbedingt gebraucht hätte. Das heißt, so richtig finde ich nicht, dass er zu dem heutigen Marathon eigentlich dazu gepasst hat. Die ersten drei Filme, klar, die haben auch Anthony Hopkins als Bindeglied. Aber jetzt dieser letzte Film, der wirkt irgendwie wie ein Fremdkörper da zwischen den anderen dreien. Und er schließt auch nicht wirklich an den Roten Drachen zum Beispiel an, weil von dem Ende von Hannibal Rising bis Roter Drache, da liegen wahrscheinlich schon noch ein paar Jahre dazwischen. Wo ich aber nicht glaube, dass da nochmal ein Film kommen wird. Was gekommen ist, ist noch eine Serie Hannibal, die ich aber noch nicht mir angeguckt habe. Da bin ich mir auch noch nicht sicher, ob ich damit anfange. Ich habe mal die ersten zwei Folgen oder sowas, kam mal im Fernsehen, da habe ich sie mal gesehen. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber da habe ich erst mal abgewartet, wie es mit der Serie weitergeht. Denn davon gibt es momentan drei Staffeln und was ich so gelesen habe, ist, dass danach aus Zuschauergründen Schluss war. Das heißt, eventuell ist nach der dritten Staffel die Serie eigentlich noch nicht zu Ende und ich mag es eigentlich nicht, Serien anfangen zu gucken, wo ich weiß, dass diese Sachen nicht zu Ende erzählt werden. Das muss ich mir aber nochmal überlegen. Auf jeden Fall habe ich von Hannibal erstmal genug für heute. Vier Filme an einem Tag, das reicht erstmal. Ist zwar bis jetzt mein kürzester Marathon gewesen mit vier Filmen, aber da jeder knapp 2 Stunden lang ist, geht da schon mal so ein halber Tag flöten. Und deswegen auch erstmal genug für heute. Nächste Woche gibt es wieder Kinotipps. Bisher habe ich es ja immer so gehandhabt, dass ich das Ganze mittwochs mache, beziehungsweise mittwochs veröffentliche. Aber eventuell werde ich das auf Freitag zukünftig verschieben, weil ich auch öfters mal Filme vorstellen möchte als Kinotipp, die ich dann auch wirklich schon gesehen habe und die ich nicht nur aufgrund eines Trailers oder Vorberichten empfehle. Deshalb voraussichtlich die nächsten Folgen dann ab Freitag zur selben Uhrzeit, 7:30 wahrscheinlich. Und für heute soll es das dann auch gewesen sein. Also bis zur nächsten Folge und einen schönen Sonntagabend noch.